Hi zusammen, schön, dass du wieder da bist und in den Lia-Park reinschaust. Heute werden wir mal dieses große Gebäude, was ich ja eigentlich beim letzten Mal schon machen wollte, bauen. Wir tun mal unser Bestes. Ja, wir haben uns ja schon entschieden, was für ein, also ich habe mich ja schon entschieden, was für ein Holz ich gerne hätte. Und ja, das holen wir jetzt mal. Ich hoffe mal, dass das so, wie ich das jetzt bauen möchte, auch funktioniert. Und ja, einfach mal das Beste hoffen. Ich hatte ja hier schon ein bisschen angefangen gehabt. Wenn ich das so mache, lande ich dort. Und ich glaube, dass das gar nicht so schlecht. Okay, machen wir das so. Also ich bin jetzt quasi hier außen. Oh. Muss ich das so machen? Ach so, das fügt sich nur zusammen, wenn beides. Also hier ist es quasi innen und hier wäre es außen. Das ist ja doof. Da muss ich das mal von anders anfangen. Weil das soll sich ja schon verbinden an den Ecken. Ja, weg bitte. Ich muss von vorne anfangen. Das ist innen. So. Ja, da muss man so anfangen. So, das Augenmaß ist gefragt. Oh Gott. Das Augenmaß hat kein Problem, aber die Maus. Ernsthaft. Ja, liegt das jetzt echt an der Maus oder ist das nicht so exakt justierbar hier? Das ist die Frage, ne? Oh Gott, oh Gott. Okay, ich mach's anders. Weil exakt kriege ich es ja nur, wenn ich jetzt hier das so baue, wie ich es brauche. Das war jetzt natürlich wieder der falsche Anfang. Zurück. Das ist jetzt innen. Wir haben innen zwei. Dann waren quasi zwei Stück Luftlinie. Genau. Oh, jetzt habe ich das falsche genommen. Ja, um mögliche Fenster kümmere ich mich später. Ich will jetzt erstmal die Form hinbekommen. Das sind zwei. Also mindestens vier oder fünf. Upsala. Vier oder fünf. Ist das jetzt? Ja, ist das okay? Das sind drei, vier. Nehmen wir mal fünf. Okay, so. Wie muss ich hier hin? Das sind ja schon einige. Wie ich hier den Bereich mache, weiß ich noch nicht. Da muss ich erst mal schauen, ne? Wie viel wären denn das hier? Wenn das hier, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, könnten sechs sein. Schauen wir mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Mir ist verzählt. Eins, zwei, drei, vier. Es sind sieben. Okay, nehmen wir an, es wären sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also entweder fünf oder sechs. Entweder bin ich jetzt. Habe ich einen Denkfehler oder nicht? Lass mich mal markieren. Schauen wir mal. Ja, okay, es war zu viel. Aber oben passt es. Und das hatte ich ja auch versucht zu ermitteln. Hier unten muss ich es halt irgendwie von Hand anpassen. So. Dann käme ich aber trotzdem ein bisschen schief, wenn ich es nicht justieren kann, richtig. Ja. Aber so geht's. Aber da oben muss noch eine dran. Hier muss noch eine dran.
gehe mal hier auf Holz. Wo wir dann noch Glas einbauen, sehe ich dann. Da, ich will jetzt erstmal hier diese Form hinkriegen. Das ist jetzt Primärus Maximus. Ne. So. Ja, ich bin mal gespannt, wie das noch wird. Das kann natürlich genial werden oder ein Desaster. Das müsste doch jetzt... Ach so. Ja, ich dachte, es käme noch eins dran, aber ist ja alles schon gut. Ich glaube, wir schieben das hier mal woanders hin. Zum Beispiel dann. Den Baum könnten wir eigentlich gerade hier hinstellen. Gut. Und dann kopieren wir das mal und schieben das hier runter. Ist das was oder ist das nichts? Ach, das ist aber auch echt. Oder kann ich das? Ne, kann ich nicht, oder? Jetzt hier mit dem Winkel. Ernsthaft? Das sollen 15 Grad sein? Hm, scheinbar schon. Es ist nur so mächtig, weil das so groß ist, ne? Okay. Tja, dass man nicht auf 1 oder 2 Grad gehen kann, dann könnte man das mit Sicherheit sehr exakt machen. Es ist wirklich... Oh, wo bin ich jetzt? Das da ist schon gar nicht übel. Es ist nicht 100%, aber es ist so 98, 99, ja? Bin ich da echt zu weit? Ne, bin ich nicht. So, ich hätte das ja gerne nach innen. Ja. Ich denke... Ja, das geht. Ist okay. Man muss auch die Grenzen seiner Penibelkeit kennen. Ja, ich denke, das ist okay. Der Eingang ist schön. Ja gut, okay, das hier muss man dann natürlich noch bearbeiten. Aha, und hier kann noch genau eins dran. Das ist gut, da war ich mir nicht sicher. Ja, sieht doch gut aus. Da kommen natürlich Pflanzen hin oder irgendwas, ne? Deko, Gedudels. Aber das da geht doch. So, dann machen wir hier mal dasselbe. Und hier noch eins dran. Ich glaube, da muss noch eins weg, ne? Ne, doch nicht. Doch, das muss weg. Mhm. Falls ich das hier hinten überhaupt noch brauche, also das da, da sehen wir mal später noch. Aber das ist doch schon mal cool. Welches Glas will ich jetzt hier haben? Das ist die zweite Frage. Das hier ist eigentlich echt cool. Ja, richtig cool. Wenn ich das jetzt hier in Gruppe, müsste das doch genau komplett einrasten. Einrasten, ausrasten. So. Das ist doch nicht schlecht. Ja, die Frage ist, ob ich noch ein Teil dazwischen stecke. Ich mach das mal kurz dahin. Weil dieser Weg ist ja, hat ja eine gewisse Tiefe noch. Oder Höhe. Und das schauen wir jetzt mal kurz. Wie es... Ne, ich bin doch hier eigentlich auf 6 gewesen, oder? 7 und... Soweit ich weiß. Ne, doch nicht. Guck an. Habe ich mich ja total geirrt. Da
Vielleicht war es mal eine Nummer 6 und dann habe ich eine 7 draus gemacht. Okay, egal. Ja. Aber mit Geländer, glaube ich. Weil hier drüber, also. Das ist jetzt natürlich die Sache, ne? Kann ich das? Ich muss das jetzt so versuchen hinzukriegen, dass es dann. Ja, das so geht es natürlich nicht. Okay. Könnte das? Probieren wir mal. Na, nicht ganz. So. Es ist jetzt diesmal die andere Richtung schief. Okay. Okay, also ich probiere es noch einmal. Vielleicht geht das auch anders. Kann ich das so machen? Und jetzt in die Höhe? Na, lässt er mich? Nee, nicht wirklich. Irgendwie ist das nix. Okay, hätte ja sein können, dass das klappt. Nee, das da geht nicht leider. Ach ja. Ja gut, ich könnte auch da oben kleiner werden, wie 7. Das geht natürlich auch. Das da sieht eigentlich ganz schlecht aus. Doch, ist das okay. So. Ja, das war ja die Sache, ne? Wie das aussieht hier. Okay. Okay, okay. Ist das zu niedrig? Ich glaube nicht, oder? Aber noch eins hochsetzen ist, glaube ich, gut. Schauen wir mal, was wir haben. Glas wäre, glaube ich, nicht so toll. Ich gehe mal nochmal auf Holz, weil man sieht ja dann diesen Betonboden. Ja gut, den kann ich jetzt auch nicht nehmen, der passt ja mal gar nicht. Aber das hier passt. Ja. Aber ganz exakt. Also ich finde es gut. Ich finde es gut. Ja, sehr schön. Ja, jetzt sind wir jetzt fertig. Ja, ja, ja. So. Und dann kommt dort Glas hin. Und eventuell unten natürlich, ne? Da muss man mal schauen. Ich möchte hier auch Glas. Ja, das wäre jetzt richtig, genau.
Das ist doch hübsch. Schickimicki. Ja, wie viel Glas und so, das ist jetzt natürlich auch eine Sache. Rundung ist natürlich auch toll, passt jetzt hier gar nicht rein. Ne? Ich glaube, jetzt kümmern wir uns noch weiter um den Weg. Mit Rasterung wäre natürlich sehr schön. Will ich auch, ja genau, man kann das ja auch halb offen machen. Oh, und das da ist großartig, ne? Das Geländer, ja, brauche ich das? Will ich das? Guck mal, wie toll das hier reinpasst alles. Und es ist die Frage, will ich denselben Weg überhaupt haben? Hier innen drin, unten, weiß ich es auch noch nicht. Nee, das da ist nichts, ne? Irgendwie fehlt hier so ein helles Holz. Ich meine, das da ist hell, ist aber Bambus. Ja. Tja, vielleicht variieren wir die einfach. Passt das? Okay, da gibt es die Linien, aber es könnte eigentlich ganz gut aussehen. Boah, ich glaube, theoretisch ist das Schnuppe. Oh, na gut. Das, wenn wir hier was hinbauen, verschwindet das von selber, wenn wir das nicht wollen. Das ist okay. Ja, schön. Ich brauche irgendwo eine Treppe. Ich will nämlich irgendwo nach unten kommen. Das könnte hier außen passieren. Innen bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das toll ist. Da müsste, glaube ich, ein Weg weichen. Wir könnten hier eine Treppe vielleicht machen. Okay. Schauen, ob das... Okay, jetzt gehen wir aber kleiner. Toll, ganz toll. Wieso? Kann das nicht jetzt hier eckig bleiben und ich kann hier einfach rund andocken? Nee. Will er nicht. Ist scheinbar nicht gut. Aber schaut mal, das Muster. Das hat schon was. Vielleicht tun wir auch hier unten erstmal noch ein bisschen ausbauen. Passt hier eigentlich was drunter? Das ist natürlich auch die Frage. Aber normalerweise schon, würde ich behaupten. Ja. Da passt was hin. Das ist doch gut. Die müsste ich dann wahrscheinlich auch in diesem Holz einbauen, damit das irgendwie auch gut aussieht. Können wir ja gerade mal machen, ne? Milchshake. Perfekt. Den hatten wir jetzt erforscht. Ja. Und den können wir jetzt benutzen. Was haben wir noch? Was ist das was anderes? Gehen wir mal auf Gästeeinrichtung. Kaffee. Ach so, das ist ja wieder eine Gruppe, ne? Nebeneinander. Wir könnten die nebeneinander machen. Green Fox Coffee. Ja. Okay, man kann die nebeneinander machen und er geht aber aus der Gruppe. Ich will noch mal gucken hier. Hätten ein bisschen Warteschlange dabei. Links und rechts noch mal Blümchen. Man könnte sogar drei hinsetzen. Ich wollte gerade sagen vier, aber stimmt ja gar nicht. Drei passen auch hin. Aber will ich das? Wir könnten natürlich auch die so rumsetzen. Nee, komm. Wir holen zwei und die sind dann wahrscheinlich
hier raus. Also die Warteschlange geht dann von hier. Aber wenn hier die Leute reinkommen, sind sie dann nicht so gestört von den Warteschlangen. Das ist eigentlich eine coolere Sache, als wie wenn man die da... Ja, genau. Ihr wisst schon. So, gehen wir nochmal zum Bau. Holen uns mal die tollen Holzdinger. Ja, hinzufügen zur Gruppe. Aha. Soll ich das jetzt so machen? So. Ja, das eine nehmen wir gleich weg. So. Und hier die. Ja, geht doch. Und hier oben brauchen wir gar nichts, glaube ich, hin tun. Jetzt haben wir... Nö, das ist ja... Da ist ja dann das Dings drüber hier, dieses... Betonzeug, ne? Ja. Ja, lass mal so. Was war noch mal was? Das ist Milchshake. Okay. Es gibt ja auch Schilder. Achso, ich hab den Holzbilder hier drin. Guck mal, hier sind ja schon Milchshakes. An Oberfläche ausrichten. Das ist doch cool. Das ist sehr riesig. Oh, ich dachte, das da wäre kleiner. Hier haben wir noch so ein kleines Schild. Oh, das ist ja jetzt wieder mit der Gruppe. Das mache ich dann später. Das könnte aber hier an die Seite. Und das da war Kaffee, ne? Ja. Fuchskaffee oder sowas. Hier der vielleicht. Ah ja, prima. Oh, das könnte nur... Schade, dass man jetzt hier nicht skalieren kann. Ne? Also ein bisschen die Größe ändern wäre... Perfekt. Schade, ich glaube, ich muss den nehmen. Wow, das, da kommt jeder durch, ne? Aber das ist doch ein... Ich weiß nicht, ob das stört, aber ich glaube nicht, oder? Wir können natürlich auch die Schilder drehen. Um 15 Grad, bitte. So. Fehlt da noch was, oder? Und da fehlt noch was. Gut. Oh, die sind einseitig bemalt. Na gut, kein Problem. Dann machen wir die einfach auch doppelt. So. Okay. Kopieren. Mit X. STRG und X. Und einmal drehen. So. Jawohl. Das geht doch. So. Prima. Mit diesem Schild möchte ich das, glaube ich, nicht machen. Ja, das würde dann irgendwie... Oder soll man es probieren? Der Strohhalm müsste dann aber nach außen zeigen, weil sonst verschwindet der ja in der Wand. Okay, ich probiere es mal. Vielleicht ist es ja besser, als ich denke. Dann hängt es nur an dem Zipfel da oben. Ja. Wie hoch haben wir es? Okay, so. Geht das? Ist das was? Das ist die Linie. Ja, das geht klar. Wie ist es von dem Rand? Machen wir noch ein Stügelchen darüber. Und jetzt kopieren wieder mit STRG und X. So, drehen, drehen, drehen. Ja, klar, ich bin auch ganz schlau. Ich bin, ja, das geht natürlich gar nicht, weil die Form ja gar nicht passt. Oder sollen wir dazwischen etwas stopfen? Gibt es irgendetwas, was wir dazwischen stecken können? Wir gucken. Ja. Es ist natürlich trotzdem der Strohhalm da. Mal, machen wir es mal so. Kein Problem. Wenn wir nichts finden, können wir es immer noch rückgängig machen. Gibt es jetzt so eine Art Blanko-Schild? Afrika? Tja, tja, tja. Hier hätten wir was.
Okay, es ist irgendwie. Nein, das ist mega riesig. Sag mal hier. Das Metallding könnte doch was sein. Ach, probieren wir mal aus. Das ist eine Lichtreklame oder was? Ja, Lichtfarbe, okay. Könnte. Ach so. Na gut, probieren wir mal. Nehmen wir trotzdem mal. Vielleicht ist das ja sogar ganz cool. Ach so, falsch. So. So. Es guckt schon ganz schön raus, ne? Können wir das hier nehmen und das und. Ja. Jetzt habe ich den. Habe ich jetzt die falschen? Nö. Okay. So, hä? Ja. Okay, habe ich noch nie gemacht. Das da ist cool, das da ist grenzwertig. Aber vielleicht durch das Leuchten und so, vielleicht kommt das ja irgendwie echt gut zur Geltung. Das können wir uns jetzt mal so einbilden und später beobachten, wie es wird. Ja, die Tatsis, die hatte ich auch in meinem Aurelia-Zoo. Die könnte man auch nehmen. Leuchten die? Nee, aber man kann sie einfärben. Aber das Petrol ist ziemlich hell, ne? Mit Pfeilen. Oh. Mit Krone, das ist ja auch cool. Okay, das ist das ein bisschen groß leider, kann man auch nicht skalieren. Was ist das hier, ein Pflaster? Oh, ich habe echt noch nicht alles gesehen hier. Ist ja kein Wunder, das Spiel ist riesig. Ach, was nehme ich denn jetzt? Hier ist ein oh, wow. Ein echt wunderschönes Bauelement. Das kann man einfärben. Das ist ja cool. Na? Na? So? Na komm. So. Ein bisschen rüber. Und das auch. Nur ein Stück. Ja, ich denke so ist. Ja, das ist jetzt hinten dran. Wir könnten. Naja, genau, wir könnten das auch noch ein bisschen reindrücken. Müssen wir nicht, können wir aber. Ist das Weltachse? Ja. Hey. Oh, ich wieder. Aber okay, wir können das mal gerade da stehen lassen. Als Ersatz. Und so, so. Auf X. Ja, ich denke, das da ist gut. Ich weiß nicht, mir gefällt es. So, dann machen wir noch hier vorne was oder was machen wir? Was gibt es denn noch? So, hier gibt es Requisiten. Ja, das sind jetzt die ganzen Afrika-Sachen. Die Kohlen, die passen jetzt hier ja natürlich jetzt gar nicht. Was ist das hier? Ein Topf. Achso, ja, da kann man eventuell Pflanzen reintun. Ja, die Baupläne bitte weg. Das ist natürlich wunderschön. Wunderschön. Ach ja, hier die Sachen, ne? Wenn wir die Palme dahin machen, hätte ich gern noch was für hier unten. Weil die ja jetzt ein bisschen in der Luft hängt, aber so rein vom Schnitt müsste die eigentlich dort ganz gut stehen. Was ist das denn hier? Achso, so eine Art Löwenfelsen.
Ja, Fels. Gut, was hier? Blümchen. Ah, oder ich hole eine andere. Hier sind ja noch andere. Oh, cool. Die will ich. Die mag ich haben. In. Wie sieht denn schwarz aus? Ach, dass ich mal 50 mal klicken muss. Aber der Rand ist trotzdem weiß. Aber ich glaube, schwarz ist gut. Schwarz ist gut. Okay. Wir kopieren das mal und stellen das hier hin. Ohne die Winkelausrichtung. Na, irgendwie hat das doch was, ne? So, wo ist jetzt? Hier die Mitte. Gib mir mal die Mitte. Ah, so, da. Das ist ja praktisch, dass da noch diese Unterteilungen sind vor der Nase. So, ich glaube, so rein theoretisch. Gut, dort kommen ja dann keine Pflanzen hin. Oder will ich da noch ein bisschen Pflanzen haben? Dann müsste ich das so machen. Pflanzen sind toll, ne? Was will man da machen? Ich mache es so. Ich mache es so. Und genau das da ist dann dort drüber. Ich gehe mal nicht davon aus, dass das jetzt so tief ist, dass es nicht benutzbar ist. Das wäre natürlich ziemlich mistig. Das wäre echt mistig. Gut. Da haben wir doch eine neue Ladenhülle hier. Machen wir mal woanders hin. Oh, ja, das ist ja kein Problem. Ihr verschwindet jetzt? Genau. Und hier, ihr habt offen. Na, wie sieht's aus? Oh, das sind die von eben. Also die sind jetzt keine neuen anscheinend. Aber das da geht doch, Bin mal gespannt, wie das aussieht, wenn es leuchtet. Könnte vielleicht auch die Welle hier an der Seite noch machen, aber ich glaube, das wäre vielleicht ein bisschen viel. Aufliegen tut es auch, ne? Na gut, hier jetzt nicht. Oh, das stört nicht. Das klebt halt an der Wand, ne? Das ist so. Das stört mich jetzt mal nicht. Okay. Aber das Glaselement sieht dann immer exakt gleich aus von der Geometrie. Ja, es gibt ja kein anderes, oder? Glas. Ja, oder man nimmt. Oh ne, es ist wieder Milchglas. Das sieht für mich immer aus, als wäre das normales Glas. Ja gut, sowas könnte man noch dazwischen stopfen. Es gibt nur das eine. Okay. Soll man das noch? Nee, das geht nicht. Nee, das ist viel zu. Nee, ist schon okay. War nur so ein Gedanke. Und diese Dinger in halbiert gibt's auch nicht, oder? Ich glaube nicht. Okay, machen wir hier auch Glas hin. Und hier Glas. Oder? Nee, da nicht. Mal zwei Glas, eins nicht Glas oder zwei nicht Glas. Irgendwie sowas. Jo. Ich denke, das geht. Bin ich jetzt nach außen geflutscht? Nee, ne? Ist alles okay. So, sieht so aus. Okay. Soll man das hier oben komplett wiederholen? Könnten wir. Das sieht doch erstmal gar nicht so übel aus hier. Das hier hätte ich auch im Glas. Auch gerne im Glas. Schon mal hier unten. Kopieren. So. So. Will ich dort auch? Weiß noch nicht. Ja, aber so geht das auch erstmal. Es ist ein bisschen kurz, die Warteschlange. Normal habe ich die eigentlich ein bisschen
länger. Aber dadurch, dass hier hinten quasi alles dafür gedacht ist, ist das okay. Eine Toilette wäre natürlich auch noch gut. Die könnten wir aber auch oben hin tun. Und wie komme ich jetzt wirklich von oben nach unten? Da müsste ich doch vielleicht den Weg nehmen. Oder ich muss von außen. Aber ich hätte es eigentlich echt gern von innen. Ne? Ja, das ist die Frage. Ich probiere mal aus. Und zwar noch einmal das Raster. Weil ich gehe irgendwie davon aus, dass das so klappt. Und jetzt von diesem Ding aus müsste ich immer die 6. J war nach unten, ne? Genau. Ja, jetzt geht das nämlich. Okay. Es ging. Da müsste ich das jetzt hier, glaube ich, entfernen, oder? Oder wie? Kann man nochmal? Nee. Oh, es kann natürlich auch sein, dass das hier unten jetzt stören würde. Das wäre blöd. Da muss ich doch noch eins gerade kommen. Und, Moment. So. Und jetzt runtergehen. So. Okay. Jetzt könnte das hier stören oder das. Ich nehme das hier mal weg. Ja, okay, dachte ich mir. Einmal zurück. Mache mir das weg. Und es wird blau. Ich muss mal den Winkel-Dings reinmachen. Oder auch nicht. Das macht es irgendwie noch schlimmer. Geh doch mal auf 5. Dockt der dann an? Ich glaube nicht, oder? Nee. Ach nee, guck mal, das ist doch blöd. Ich will das eckig. Ich will das eckig haben. Ah, okay, noch eins weiter. Mit diesem jetzt. Genau. Und dann probieren wir das nochmal. Indem wir das entfernen. Hm? Ach komm. Stell dich nicht an. Ich will hier oben. Ich will hier oben. Gib mir hier oben. Ich will ja immer da unten machen, aber nicht hier. Das ist nicht cool. Dann probieren wir es mal so. Hast du jetzt Bock? Okay, gehen wir mal auf 6. Aha, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Mit Winkel? Exakt gerade. Ohne Geländer. Weil das letzte Stück da, das... Okay. Interessant. Jetzt müsste ich es nur noch hinkriegen, dass das dort auch eckig ist. Das wäre natürlich jetzt wunderbar. Soll ich hier unten dieses Holz nehmen? Oder auch dieses Holz. Okay, gucken wir mal. Ich glaube, das da muss ich entfernen, oder? Was ist das denn jetzt? Okay, das will er nicht. Gehen wir mal auf 7. Also. Oh nee. Okay, ich glaube, ich muss hier unten vielleicht rund machen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt dran vorbeikomme. Aber das sieht aber nicht schön aus, ey. Das sieht echt nicht schön aus.
Ich meine, vielleicht geht's ja auch irgendwie. Aber wenn ich jetzt. Ja, wenn ich da unten gehe, geht's ganz nach unten. Der will das irgendwie nicht. Okay, schade, das ist. Wenn ich das so verbinde. Ja, ich glaube, dass da. Ich glaube, dass das die beste Lösung. Weil das hier ist gerade, das ist gerade und hier habe ich halt eine Rundung. Okay. Ja. Ich glaube, es hat geklappt. Wunderbar. Na, könnt ihr euch vorstellen, wie das hier aussehen wird? Wie findet ihr das? Es ist noch roh, es ist nackig, ich brauche lange dafür, ich weiß. Aber ich kann es nicht schneller. Also, ja. Drücken wir mal Play und schauen wir mal, was jetzt die Gabelpicke machen. Wie sieht es mit eurem Stress aus? Aha, sieht doch gut aus. Ich weiß nicht, ob das hilft. Oder ob das hilft, dass der hier gleich runterklatscht und ihr euch darüber kaputt lacht. Aber das Schild kann natürlich auch was ausmachen. Okay. Wie sieht's bei euch aus? Hallo. Wir haben heute gar nicht viel geguckt. Wollt ihr auch so ein Glasdach bei den Leuten? Warum stört ihr euch? Auf jeden Fall ist dann die Lautstärke etwas gedämpft, ha? Spielzeugbeschäftigung. Na, da kriegt ihr noch was, ha? Oh, und das darf ich. Irgendwie ist da was passiert. So, dann bekommt ihr noch schnell Spielzeug. Und dann war es das auch für heute mit der Folge. Es ist, glaube ich, nicht genug da für alle. Oder irgendwo ist was langweilig geworden. Spielzeug, Spielzeug. Schau mal an, was wir hier haben für euch. So. Nee. Vielleicht. Vielleicht hier. Wo könnte es nicht stören? Das ist natürlich die Frage. Oder wir stellen es hier hin und nehmen dieses schon sehr langweilige Objekt weg. Genau, das ist doch besser. Na, wie sieht es jetzt aus? Yay! Etwas besser. Na? Ja, so ist es hier. Gut. Dann viel Spaß bei der nächsten Folge und wenn euch mein Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen oder einen Kommentar schreiben, wie ihr das wollt. Tschüssi!